Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Tales of Berseria. Wir sind immer noch in dem Haus von Velvet. Steht das hier eigentlich irgendwo? Dorf der Sehnsucht. Velvets Haus. Ja, hier oben steht's. Ja, wir sind noch hier, denn wir haben in der letzten Folge, haben wir erfahren, dass das Ganze hier ein übler Traumnebel gewesen ist. Und Velvet hat es geschafft, sich daraus zu befreien. War alles ein bisschen sehr emotional in der letzten Folge. Nicht nur für Velvet, für mich ebenfalls. Also ich habe hier auch an der einen oder anderen Stelle hier ein Tränchen verdrückt. Melchior hat hinter all dem gesteckt. Ja. Und unser Ziel ist es jetzt nach Kehre zurück, genau auf das Schiff. Sollen wir zurückkehren? So, ich habe hier aber noch eine Katzgeistkiste. Und in dem anderen Gebiet ist auch noch eine Katzgeistkiste gewesen, ne? Oben am Schrein, genau. Da ist auch noch eine. So, Moment mal, ich sollte vielleicht mich erstmal um die Expedition kümmern. Take a look at this. Oh. Sehr schön. Piratenflagge, okay, alles klar. 16 Tomaten, 5 Schweinchenfleisch. Nicht so toll. Dann nochmal raus. Wunderbar. Ach Gott, wir erreichen ja auch schon bald Stufe 21. Ja. Und so sieht es hier in Wirklichkeit aus. What's it doing there? Wait, that's one of Arthur's. Actually, it's a copy that Lafayette made. Stimmt. Made a copy of the book. He transcribed it all by hand, and then he sold it just to buy me that comb. There was something here for us after all. Luffy. If that's the complete manuscript, we might be able to unravel Enominat's secrets. We'll have to show it to Grimoire. Pulling one over on the old man, are you? Never a dull moment with Lady Calamity around. Exemplar von Enominats Buch erhalten. Time to drop off the pups and get Grimoire to translate this book. We're going back to Titania. Ja, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Stimmt. Er hat doch dieses Buch verkauft, damit er sich den Kamm kaufen konnte. Oh Mann. So, Moment. Wir müssen immer noch. Sprich mit dem Organisator in Talessin und legt einen Auftritt hin. Ja. Dann würde ich da auch gerne als erstes hin. Ja gut, da müssen wir eh hin. Okay. Komme ich denn nochmal da oben hin? Hoffentlich, ja. Und das Spiel sagt ja. Ich komme immer noch dort oben hin. Und die Hunde, die sind jetzt bei uns? Nee, stopp, falsche Taste. Das hier ist das, was ich tun wollte. Okay. So, es sind andere Gegner hier. Ja gut, es ist jetzt auch nicht mehr dunkel hier, ne? Ja stimmt, da kam ich nicht lang. Ah doch, jetzt sind sie da. Vorsicht, hier kommt gleich irgendwo einer. Oh. Ja, die tauchen jetzt hier gleich vor unserer Nase auf. Sind ganz schön hinterlistig, diese Viecher. Hier wollte ich gern nochmal hin. Ja, hier oben ist die andere Katzgeistkiste. Okay, ich dachte, vielleicht würden wir hier noch irgendwie eine Szene zu Gesicht bekommen. Okay, ich könnte mir wenigstens hier noch, ja, wenn ich nicht vorbeilaufen oder vorbeifahren würde, kann damit nicht so richtig umgehen mit diesem Geoboard. Aber ich schaffe das trotzdem nicht auf die 250. Echt schade ist. Beinwohl können wir noch mitnehmen. Ja, ich muss mir das halt einfach aufschreiben, beziehungsweise aufgeschrieben habe ich es mir ja. Muss nur im Laufe des Spiels nur nochmal zurückkommen,
um mir diese Kugeln mitzunehmen. Moment mal, ich kann doch einfach hier nach Abal zurückkehren. Nee, eigentlich nicht. So, Moment. Zack. Hier nehmen wir die Abkürzung. Ich kann das doch dann von Abal mitnehmen, oder? Also in Abal dann sollte das funktionieren. So, jetzt musst du Gas geben. Hier irgendwo an einer blöden Ecke steht, genau, hier ist das gewesen. Sehr schön. Wir haben es geschafft, Velvet. Mit unserem Board. Okay, jetzt probiere ich es. Oh. Ich kann gar nichts benutzen. Jetzt ist es hier wieder so dunkel. Jetzt ist es doch eben nicht so dunkel gewesen, oder? Hm. Hm. Ich weiß nicht. Okay, kann ich das jetzt benutzen? Klippenfahrt. Klippenfahrt? Wie viele habe ich denn? 11. Okay. Benutzen wir das einfach mal. Ah, jetzt sind wir hier. Okay. Na super. Na ganz toll. Jetzt kann ich das gar nicht benutzen. Das horned monster. He was with Melchior. There was something different about him. He wasn't a Moloch though, right? Yeah. I'm pretty sure he's a demon. But why would the Abbey be working with a demon? He could be a Therian, maybe. I mean, there was Medissa and Kamalana. No, I don't think so. The Abbey keeps their Therians behind barriers and bound to Earth Pulse points. A Therian can't send malevolence to Enominat while walking freely. That's correct. And besides, Orthrus was already here. In any case, now we know Melchior has a mean-looking bodyguard in addition to his illusions. It'll take quite a lot to stop him. Aye. That's a fact. Ah, ich verstehe. Alles klar. Deshalb konnten wir uns wahrscheinlich nicht teleportieren. Wegen der Szene hier. So, geh du mir aus dem Weg? Ah, ich würde euch... Der hier ist schnell. Ja, der kriegt mich. Ja, die sind schnell hier, diese Viecher. Oh. Ja, Moment, nicht so toll. Ich hätte ja gerne dagegen, also gegen die gekämpft, wenn wir zu dritt oder zu viert gewesen wären, aber zu zweit? Ah, ich würde ja nochmal gerne so ein fataler Gegner antreffen, aber ich glaube, ich meine, man kann das nur einmal und dann hat man das sich versemmelt, denke ich mal. 349 Erfahrungspunkte, ja. Wie gesagt, ist ja nicht meine Absicht gewesen, gegen den jetzt zu kämpfen. So, jetzt muss ich aber gleich mal die Karte öffnen. Achso, nee, es gibt nur einen Ausweg. Stimmt, da oben rechts ist nämlich eine Kiste. So, Katzgeistkugeln. Muss ich noch mal ein bisschen was zusammenfarmen. Ja, genau. Lauf du einfach mal. Eleanor, there's something I have to ask. What is it? Did you leak our plans to the Abbey? Eleanor hasn't done anything like that. Then how do you explain Melchior and his illusions already waiting for us when we got to a ball? I promised you that I would work together with you until I found the truth for myself. I'm not up to any tricks. It's far too late for that now. Exactly what a guilty party would say. If anyone's suspicious here, I'd say it's you, Mogilu. No tricks. I don't even know what a trick is. Enough. If Eleanor was leaking information, then Titania would surely be under attack by now. Right. I'm sure the Abbey would love to have those Therians back. But the enemy was in that village waiting in ambush. The Abbey isn't foolish. They figured out by now that we're rounding up the Therians. They'll have left traps for us with each remaining one. It's the obvious move. All right. If that's how you see it, I'll stand down. So you trust me then? No. I'm saying that anything the Abbey tries, I'll be ready for it. Oh, such a brave, determined soul. Eine Art zu... Oh, warte, hab ich mich erschrocken, ey. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte das gerade vorlesen. So, also hier bin ich ganz Rokoros Meinung. Ja, also ich muss sagen, ich vertraue Eleanor. Und wenn ich hier jemandem misstrauen müsste, leider Gottes, so gerne ich sie auch habe, wäre es Magilu. Weil... Warum musste Velvet sie fragen, ob es so eine Art Traumzauber gibt? Ja? Das hätte doch auch Magilu sagen können, die ja so, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht.
Es gibt einen Zauber, es könnte sein, dass dieser Zauber hier angewandt wurde oder so. Wisst ihr, was ich meine? Und sie hat einfach gar nichts dazu gesagt. Sie hatte erst was gesagt, als sie gefragt wurde. Und das macht sie schon so ein bisschen suspicious. So, ey, du gehst mir hier gerade echt auf den Keks. Geh doch mal woanders hin. Oh, Mann. So, Moment, ich verstecke mich mal hier hinter dem Baum. Ah ja, super, ganz toll. Bynewell? Okay. Eleanor, does the Abbey possess an art that can control demons? Not that I've ever heard of. Besides, if they could control demons, there'd be no need to resurrect Enominat, would there? Can't argue with that. But Melchior was obviously in control of that demon. How did he manage that? You can't tether them like a Moloch. And Melchior wasn't using oaths or mana to compel him. No. This was something more like mind control. Mind control? Let's say you know your target's innermost desires. You simply conjure the right illusion. Show them what would push their buttons in just the right way. Ah. If you can create an illusion of something someone really wants, you can control them. Exactly. You can force a powerful burden upon your target's psyche. Until their spirit breaks, that is. What happens when they break? Depends on the target. They might become an empty shell, they might go wild with desire. Eeny, teeny, spiny crow. You sure know a lot about this. Now that you put it that way, why would I know so much about it? What if someone is controlling me, making me say these very words? How horrifying! I believe I'll take your words with a grain of salt. Hm. Ja. Ja. Zu Recht. Zu Recht. So, Moment. Ich kann es immer noch nicht benutzen, also scheint da noch irgendwas auf dem Weg zu passieren. Wir können gerne gegeneinander kämpfen. Ja, jetzt mach du mal nicht immer so Krach, ey. Dieses Vieh. Ein Kraut, das den Fokus um 3 erhöht, sowie die SG-Regeneration und Art-Effektraten verbessert. Stellt auch die KP vollständig wieder her. Rote Kamille. Aha, das muss ich dann wohl übersehen haben, als wir hier entlang gelaufen sind. Natürlich, natürlich. Ja, dabei kommt doch hier hin. Oh, shit. Gefährliches Treffen. Ja, das ist ja auch in Ordnung, aber ich hätte gerne noch den anderen damit dabei gehabt. Oh nein. Ich kann es kaum abwarten. Ich muss mal gucken, so nach den verdienten Titel oder so. Da gibt es doch bestimmt irgendwas, das mich hier davor schützt, dass ich konfus bin. So, Dämonenhand, jetzt reicht sie aber mal. Tag. Oh, und dann kommen schon die nächsten 3. Bam. Sehr gut, Velvet. Jawohl, und dann stehen die auch alle still für eine kurze Zeit. Das finde ich richtig toll. Nur wer dafür verantwortlich ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das könnte vielleicht Velvet sein. Ach, guck mal, der Metzger. Der Weine Metzger. Okay. 2634 Erfahrungspunkte. Oh. Oh, ich hab das wieder zu schnell weggedrückt. Entschuldigt bitte. Wir haben irgendwas gemeistert, oder? Okay, nee, dann sind es nur Objekte gewesen, die wir erhalten haben. Ist jetzt aber nichts Neues mit dabei. Feldspatarmreif, die rote Kamille. Okay, nee, dann ist das nur das hier oben gewesen. Okay, alles klar. Ja, das hier würde ich dann noch gern mitnehmen. Das ist mir klar, dass du mir jetzt hinterherläufst. Der läuft aber halt auch so richtig blöd, ne? Der läuft dann so schnurstracke in eine Richtung, aber läuft mir nicht nach. Listen, Eleanor really isn't spying on us. I was with her almost every minute, and when I wasn't, Velvet was watching her. And she's a woman who keeps her promises. She wouldn't lie to Lafayette. We understand, Lafayette. It's Eleanor. If she were lying to herself to somehow keep spying on us, the guilt would fill her with malevolence. I see. You're right. The fact that I haven't turned into a dragon proves that. Thank you. Both of you. I didn't think you were giving them information intentionally. But there are illusionists like Melchior out there. That means we can't rule out someone recording your thoughts in secret. I don't think we need to worry about that either. Not with you and Lafayette always near. Now that that's settled, it's time for you all to testify to my innocence. That could be difficult. What? Well, okay. Why don't you start off by telling us all about the time you sold us out to Teresa back in Helavies? Oh, why bring up that
killed Yam. You're a very vindictive man, do you know that? You're just figuring that out? Well, there's your proof, at least. You wouldn't make much of a spy. She really wouldn't. Hey, that's not what I meant! You were mean! Okay. Ja, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sie es ist. Kommt, verschwindet. Ihr nervt mich. Finewell. Kann ich ja auch wieder einiges verkaufen. So, ich kann immer noch nicht teleportieren. Ist ja auch okay. So. Ah! Wir sind ja schon da. Ich hatte das irgendwie so ein bisschen weiter in Erinnerung. Geräucherte Sardelle. Okay, jetzt kann ich hier auch nochmal mit allen sprechen. Bei dem Händler sollte ich dann vielleicht auch nochmal anhalten. Und da nochmal. Konnte ich da unten Karten spielen? Nee, das war... Nee, das ist das... Ah, die gefundene Katze. Irgendwas war noch hier mit der gefundenen Katze, ne? Da hatten wir doch auch... Ich weiß jetzt noch nicht mehr, ob das jetzt in der letzten Folge gewesen ist oder in der vorletzten Folge. Aber ich habe doch noch so eine... Moment, was war es denn? Oh, super. Ich sehe das jetzt nicht mehr. Nee. Moment mal, wir gehen mal schön nach oben. Es sind keine Schuhe gewesen. Material ist es auch nicht gewesen. Wertsachen könnte es gewesen sein, oder? Die Reise erlaubt... Ah, doch, ja, ist ganz unten. Katz-Einladung, ganz genau. Eine Einladung von Katz, die da lautet, sucht mich bitte in Taliesin mir auf. Ja, dann werden wir dich mal suchen. Ihr verlasst die Stadt, oder? Ihr wisst schon, dass es in den umgehenden Wäldern von Dämonen nur so wimmelt. Ja, mit denen werden wir schon zurechtkommen. Oh, wer hat denn hier was verloren? 19 Terzmünzen. Dass wir das jetzt einfach so behalten, finde ich jetzt nicht so toll, aber ja, was soll ich machen? Ich habe keinen Einfluss. Woohoo! My sister's making us prickleboard meatballs for dinner tonight. Hey, what did I tell you about bothering travelers? Sorry about that. He's totally obsessed with food. That's all right. Prickleboard meatballs, huh? Sounds delicious. They're really super tasty. But Sis says that they used to taste even better. Why is that? We used to get deliveries of fresh, delicious prickle boar meat from the nearby village of Abal. But in the Advent, 3 years ago, demons attacked the village. And now it's gone. It's such a tragedy. If they only could have held out for just one more day, I'm sure Lord Artorias would have saved them. Artorias. Right. Ja, Artorias. Ich liebe Fleischbällchen. Die sind das Leckerste, was es gibt. Du bist so süß. Das Leckerste? Oh, ich glaube, da gibt es noch Besseres, oder? So, das nehmen wir natürlich mit. Hallo, junge Dame. Och, wenn wir bloß mehr freie Fläschchen zum Spielen hätten. Aber vor der Stadt treiben sich Dämonen herum. Kinder müssen doch spielen. Ziemlich blöde Zeit, um groß zu werden. Oh, das tut mir leid. Und scheinbar haben wir auch keine leeren Flaschen. Leeren Flaschen in welchem? Ah, in Star Ocean. Das ist Privatspiele, da gibt es leere Flaschen. So. Während der Offenbarung erschien Forced Artorias zuerst in Taliesin. Er erzeugte seltsame Feuer und verbrannte die Dämonen in Scharen. Es war ein Wunder. Es ist wahrhaft der Erlöser der Welt. Wenn du nur wüsstest. Aber naja gut, lasst euch einfach mal blenden. So, ich gucke jetzt mal, was passieren würde, wenn ich jetzt hier hochklettere, dann wäre ich da oben. Aber da ist nichts eingeblendet oben. So, mit euch habe ich gesprochen. So, was ist hier? Ist hier über mir irgendwas? Moment. Ich kam da, glaube ich, auch von hier dahin, oder? Oder muss ich da hinten doch die Leiter hochklettern? Moment mal, ich gehe jetzt erstmal hier oben hin. So, nee, hier ist, glaube ich, die Leiter, oder? Nee, ich muss doch da hinten dann die Leiter hochklettern, um da hinzukommen. Ich weiß noch, dass das so... Ah, stopp, das nehmen wir mit. Silberklumpen. So, dann würde ich aber noch mit dem Mann hier gern sprechen. Der ganze Boden in Ostgent wird nach oben geschoben, sodass die Stadt immer mehr in die Senkrechte geht.
Keine Ahnung, wie die weitere Entwicklung aussehen wird, aber wenn noch mehr Treppen dazukommen, werden die Alten Probleme kriegen. So, Moment, wo war das jetzt? Hier an dem Mädchen hier vorbei, ne? Ganz genau. So, mit dir habe ich auch gesprochen. So, hier ist die Leiter. Okay. So, stopp. Hier hoch. Da komme ich mit dem Geoboard hin. Ich glaube, das hier könnte diese Leiter sein, oder? Knoblauch. Moment mal. Zack. Ah, das sagt niemand, aber da redet niemand mit mir. Gut, dann muss ich hier nochmal hoch. So, und dann hier hoch. Ah, ich könnte hier nochmal mit ihm Karten spielen. Hier ist der gute junge Mann. Unsere Familie ist bei den Charakterkarten unübertroffen. Ich bin Yuto, der älteste Sohn des Haushalts. Eure Niederlage ist so gut wie sicher, aber wenn ihr es dennoch riskieren wollt, dann tretet gegen mich an. Charakterkarten spielen. Nur Anfänger und Normal. Objekte tauschen. 983. Okay. Ich spiele gerade eine Runde mal gegen den. Denn ich würde mir gerne nochmal was hier kaufen. Ja, nehmen wir das Normal. Oh mein Gott, hatte ich hier gerade unfassbar viel Glück, dass das hier mir noch gelungen ist. Oh mein Gott, ich habe hier gerade noch am Schluss, ich gucke, dass ich euch das noch einblende, damit ihr das sehen könnt, was ich alles bekommen habe. Richtig nice. Ich habe gerade hier noch in der letzten Runde die 84 Punkte bekommen. Richtig gut. Jawohl, 539 Terzmünzen. Willst du wirklich, was? Willst du es wirklich nochmal versuchen? Nö, das reicht schon. Das war für uns beide ein gutes Spiel. Ich hoffe, dass wir das demnächst wiederholen können. Ja, aber ich möchte jetzt mal gerade Objekte tauschen. Deswegen habe ich ja auch gegen dich gespielt. So, Kampfmusikgewand für Rokuro nehmen wir mit. Jawohl. Dann habe ich das nämlich auch schon mal. So, dann werde ich jetzt mal hier runterspringen. Wo komme ich hier jetzt nochmal hin? Oh, ich glaube, das hier war blöd. Jetzt kann ich hier nochmal hochklettern. Ah, das ist jetzt natürlich nicht so schlau gewesen. Ah, oder vielleicht auch doch. Denn ansonsten hätte ich das höchstwahrscheinlich nicht gesehen. Zwei abgesplitterte Kupfermünzen. Ja, ich weiß, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber was wir haben, haben wir. So, wo muss ich jetzt nochmal entlang? Hier runter. So, zack, wunderbar. Ich laufe aber trotzdem nochmal hier entlang. Ich möchte hier oben, denn ich konnte jetzt hier oben rechts entlang laufen, genau. So, hier oben bin ich gewesen. Hier konnte ich jetzt runter. Okay, gut, alles klar. Ich kann nur noch runter. So, Moment, das hier möchte ich mitnehmen. Super. Mädchen an der Treppe. Zeit für das Thalassin-Ratespiel. Wie viele Stufen gibt es in der Stadt und im Hafen? Die richtige Antwort lautet... Ich werde mich doch nicht auf diese Stufe herablassen, um solch ein dämliches Rätsel zu lösen. Ach, komm schon. Was ist denn das für eine Einstellung? Bist du überhaupt nicht neugierig? Hä? Ich wüsste ja gar nicht, wo ich anfangen sollte. Da zähle ich doch den ganzen Tag. Und damit war's das? Bist du der Typ, der schon aufgibt, noch bevor er überhaupt angefangen hat? Ah, auf keinen Fall. Aber ich meine, sei doch vernünftig. Also ich hätte die bestimmt als Kind schon gezählt. Bestimmt, garantiert. Heute sitzen keine Katzen auf den Stufen, hm? Oh, das weckt Erinnerungen. Woher wusstest du das? Hier gibt es schon seit 3 Jahren keine Katzen mehr. Hä? Dann ist das hier auch ein... Traum gewesen? Hier war alles voller Katzen. Das hier ist doch die Hauptstadt der Katzen. Thalassin ist jetzt eine katzenfreie Stadt. Die Stadtordnung schreibt es so vor. 3 ganze Jahre? Oh mein Gott. Stimmt, die Katzen. 3 angelaufene Silbermünzen.
Irgendwo hatte ich doch in der letzten oder in der vorletzten Folge eine Katze auf dem Dach gesehen. War das ein Abal? Deswegen muss ich hier auch die Katze finden. Steinsalz, die Einladung. Das hängt doch bestimmt damit zusammen, oder? So, okay, dieser Kreis hier schließt sich. Rotgrumpen, alles klar. Fromme Frau, vor etwa 10 Jahren suchten viele aus Ostgent ihr Glück in der Hauptstadt. Heute lebt fast jeder dort. Wo ihn die Abtei hin beordert, ja. Wie schade, ich hätte mir das Leben in der Hauptstadt gerne angesehen. Mhm. So, ja, dir möchte ich mal vorerst nicht zu nahe kommen. Angelaufene Silbermünze. Jetzt aber. Our town decided to make a new holiday marking the day that Lord Artorias became the shepherd. 3 years ago, when the Malachim appeared on the Advent, Taliesin was the first town that Lord Artorias saved. We hold great pride at being the city where humanity first struck back against the demons. That explains why you'd celebrate his ascension, but wasn't a ball closer to his heart? You may be right about that. Not being able to save a ball was a terrible agony for Lord Artorias. Even though he killed the demons that destroyed the village, he couldn't bring back the lives that had been lost. If Lord Artorias had gone to a ball first, our city might have been destroyed instead. We won't forget the tragedy that befell a ball. That's the other purpose of this holiday. Remembrance. That's right. Lives lost can never be brought back. Ja, das ist richtig. Hinsichtlich Bevölkerung und Wichtigkeit könnten Abal und Taliesin nicht weiter auseinanderliegen. Artorias handelte daher absolut vernünftig, als er sich entschied, lieber die vielen in dieser Stadt als die wenigen in jenem Dorf zu schützen. Und die Expedition ist zurück. Was für ein Timing. Das bedeutet schon wieder 30 Minuten. Das ist der Wahnsinn. Wie schnell das vorbeigeht, die Zeit. Und nochmal ein Perfekt. Aha. Tatoro Gras. 100 Herzmünzen noch zusätzlich bekommen. Sehr schön. Sehr schön. Dann haben wir dieses Gebiet hier abgeschlossen, beziehungsweise diese Insel. Ganz genau. Und dann geht's hier nach Insel Noct und Dia. Alles klar. Wie viel haben wir hier? Oh, auch einiges. Alles klar. Expedition können wir dorthin schicken. Und dann schauen wir mal dieses neue Objekt an. Tatoro Gras. Ein nachts leuchtendes Gras, das nur in ganz bestimmten Tälern wächst. Okay, das Blöde ist jetzt halt, wir haben das nur einmal. Jetzt ein bisschen schade. Naja, gut. Wenn ich davon noch welches benötigen sollte, dann kann ich da ja nochmal eine Expedition rausschicken. Ah, der Reiz ist sehr groß, mich mit dir zu unterhalten, aber ich werde bei dir auch noch ein bisschen was verkaufen und so. Und da müsst ihr auch keine Angst haben. Ich werde euch da rausschneiden und euch da die Zeit ersparen. So, ist ihr schlecht? Sie ist jetzt seit 3 Jahren tot. Sie kommt nicht wieder nach Hause. Egal wie sehr ich es mir wünsche. Der junge Tierarzt. Oh nein. Nico. Ich muss mich damit abfinden. Mein Verstand hat es begriffen, aber mein Herz. Es tut mir so leid. Nico. Also waren Nico und er. Ja. Das waren die. Artorias hat sich dafür entschieden, lieber die vielen Einwohner von Taliesin zu retten, als die wenigen von Abal. Er ist wirklich ein Mann der Vernunft. Alle sollten sich mit Abals Schicksal abfinden, auch wenn es schrecklich ist. Würdest du auch genauso darüber denken, wenn er sich jetzt aber für Abal entschieden hätte und gegen Taliesin? Ich glaube wohl eher weniger. Hört, hört. Es ist einfach zu sagen, dass er beide hätte retten sollen. Aber Artorias kann sich ja nicht in zwei Hälften teilen. Selbst ihm sind Grenzen gesetzt. Am Arsch. Jetzt frage ich mich hier manchmal, also ja, das hat mich so gerade so in der letzten Folge so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Ist Artorias wirklich hier so dieser Böse? Was ist, wenn er selbst kontrolliert wird? Ja, vielleicht durch Melchior? Wenn ihm so sei, ich könnte ihm trotzdem nie verzeihen, auch wenn er vielleicht nie was dafür könnte, aber... Mm-mm, tut mir leid. Aber ich meine, das könnte doch sein, oder? So rein hypothetisch. Das wäre machbar. Grobes Härtungspulver, super.
Zu dir komme ich gleich. Bald. Sehet des Hirten der Menschheit Ankunft. Nach Talesin hat er sich begeben. Mit seiner heiligen Klinge der Vernunft. Ein strahlendes Licht, das leitet unser Leben. Alles klar. Wenn du das so sagst. So, was haben wir hier? Thunfisch. Ja, ich sag einfach mal, ne? Hab's aber noch nie in meinem Leben gegessen. Das Einzige... Nee, ich habe noch nie Fisch gegessen. Noch nie. Ich habe mich schon immer davor geekelt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe mal Fischstäbchen gegessen und die fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Ja. Nee. Mag ich nicht so. Alles, was schwimmt, soll schön im Wasser bleiben und soll schwimmen. Wow. The weather's just swell. It's something I've said every day for 3 months now. Huh? But wasn't there just a heavy fog? Nope. Never seen a wisp of fog in this village. It's been sunny so long, I think I might dry up. That means that fog was just another of Melchior's illusions. Seems that way. Ja. Wir hatten schon seit Jahren keinen Sturm hier in Talesin. Nicht mal Nebel. Die Dämonen sind ein Problem. Aber wenigstens ist das Wetter gut. Aha. Und als wir hier in dieser Traumwelt waren, da hieß es, Dämonen hätten hier schon ewig nicht mehr die Stadt angegriffen. Die bleiben hier fern und allem drum und dran. Ach Gott. Okay, danke fürs Gespräch. So, ich suche eine Katze. Könnt ihr mir vielleicht da weiterhelfen? So, Moment mal. Ich werde jetzt erstmal hier mit dem Händler schnacken. Da draußen kann eine gute Ausrüstung euch das Leben retten, wenn ihr das nicht... Wenn ihr das nicht bedenkt, könntet ihr es bitter bereuen. Ja, dann lass doch erstmal sehen, was du so alles hast. Oh, Topaz-Speer. Topaz-Dolche, Topaz-Armreif. Nehmen wir mit. Topaz-Anhänger, Topaz-Beutel, Topaz-Gürtel, Topaz-Montur. Ja, dann nehmen wir die teure, oder? Okay, Moment mal. Die günstigere hat plus 30 maximaler KP, Verteidigung plus 5. Fokus plus 5. Fähigkeiten gegen Furien plus 10%. Verringert die Taumeldauer um 5%. Plus 20% Erfahrung durch den Sieg. Über ja, dann nehmen. Eigentlich reizt mich ja beides, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich nehme das aber jetzt einfach mal mit. Die Topaz-Weste, Topaz-Montur. Ist auch hier. Warum ist die dann hier unten? Warum bist du da nicht daneben? Verringert die Taumeldauer. Okay, also dasselbe wie hier mit ihr. Dann ist nur unten das anders. Fähigkeiten gegen gepanzerte Gegner. Wirkung von Lähmung reduziert. Plus 8% um 40%. Oh, das ist nice. So, wir haben hier den Plop-Ring. Aber den haben wir schon, also kaufe ich das nicht. Den Fußlos-Ring. Den können wir kaufen. Animalring brauchen wir auch nicht. Topaz-Stiefel. Okay, nehmen wir das. Da muss ich mir das auch nicht... Spinat? Okay, da kaufe ich mal ein bisschen was. Davon haben wir nämlich gar nichts. Und Frischmilch. Moment, ja, da kaufe ich 30. Dann kaufe ich hier von 29. Topa, Speer. Doch, alles in Ordnung. Kaufen. Super. Dann, werde ich jetzt mal gerade, Sachen zerlegen und verkaufen. Wir sehen uns dann gleich nochmal. Ein neuer Titellevel. Die Kauflustige. Jawohl, das ist doch toll. Ich habe hier nämlich einiges zerlegt. Ja, beim Einkaufen hatte ich euch ja mit dabei. Zerlegt habe ich einiges und habe einiges aufgewertet. So, dann schauen wir mal. So, Gebäude möchte ich jetzt noch keine betreten. Ich möchte erstmal hier draußen mit allen sprechen. So. Da unten könnte die Karte sein. Excuse me. My partner and I here would like to put on a comedy show, if it's possible. Ah, not often you run into someone with a real fire in their eyes. All right, show me what you got. With pleasure. Eleanor, I'm impressed. I didn't know you had this sort of initiative. You just have to do what you have to do, right? Besides, if we pull this off, it could be our chance to get closer to Modulu. Did you say Modulu? I haven't seen her recently, but she seems to be making a name for herself in Logris. Yeah, her dances are really beautiful. Do you know her?
I do. Her and her teacher, Valta. Now, I'm not saying Majalu isn't great, but Valta was utterly sublime. I worry about him pushing Majalu so much, to be honest. He's never been one to accept compromise in his art. Huh. I didn't know that. We don't have time to stop and feel bad for our rivals. Did you memorize the script? Of course I did. And I won't tolerate any slip-ups from you either. Hearing that just makes me more motivated. Well, let's get going. We've got a show to put on. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hi there! Thanks for having us again! The Bienfu Keepers! Magic Exam! Whoa, back it up. Again? If we're supposed to be regulars here, then why does everyone look like they've never heard of Bienfu? And what's with this magic exam stuff? Is that some kind of spell? Gosh, it's really been getting cold here lately. Are you just going to ignore my questions? What does it matter? Aren't you too cold to worry about things like that? Does this feel summery to you? I can be cold and ask you questions at the same time. Actually, it is rather cold. See? I said it was cold. In fact, I've been so cold lately, I even set fire to my clothes. Isn't that going too far? Well, that's how cold I was. In fact, that wasn't enough, so I set the house on fire too! Your house? Why would you do that? Oh, don't worry. It doesn't bother me at all. And who said it was my house? The one I set on fire was yours. That's a crime, you know. Huh? What's wrong? That's not in the script. Arson is a serious crime. Well, yes, but... In the script, the punchline was supposed to be... But when I saw how much it would cost to replace them, I got the chills. Yeah, but I got into the moment and thought I could ad-lib something better. You're advocating something morally abhorrent. Change it back. What's the big deal? You're getting worked up over a joke. Crime is not a joke. Even speaking as a normal citizen, I can't condone speech that promotes such a horrifically antisocial act. Oh, now you've got me all mad. I give up. For good. No, it's bad. I said I give up! For good! No, it's bad! My deepest apologies for putting on an act about something so terrible today, sir. Well, the whole thing was meant to be about morals anyway, so... How did we do? Can I just ask you one question? Are you for real? Yes, I am. I should have known. Rotloser Stil, Magilu erhalten, ohne Jacke Magilu erhalten. Das müssen wir uns mal gleich anschauen. Das war ziemlich schlicht und bieder. Meint ihr nicht, ihr werdet bei der Abtei besser aufgehoben? Oh mein Gott. Ja, Magilu, ich glaube auch, du solltest es einfach vielleicht sein lassen, aber ich meine, okay. Deshalb bin ich froh. Ja, ich wollte als Kind immer Sänger werden. Ja. Und habe in meinem Kinderzimmer nur gesungen. Ganz, ganz, ganz schlimm und ganz viel. Und meine Mama hat gesagt gehabt, also das mit dem Sänger werden, das lassen wir einfach mal, ne? Das, du kannst nicht singen, lass das einfach, du musst dir da was anderes überlegen, was du werden möchtest, wenn du groß bist. Und ich bin so froh, dass meine Mama mir das auch jedes Mal gesagt hätte, denn wenn sie das nicht getan hätte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann mal im deutschen Fernsehen gewesen und wäre bei Deutschland sucht den Superstar, hätte mich voll zum Affen gemacht, ne? Ja, man muss sich halt einfach damit abfinden, ne? So, Mode. Dann schauen wir mal. Magilu. Hutloser Stil. Ja, okay. Das hätten wir hier einmal. Ja, aber der Hut steht ja einfach zu gut. Ja, das nicht. Das ist... Lassen wir einfach mal so. Ohne Jacke. Okay, und ohne Hut? Die hat verdammt lange Haare. Hier mag ich nicht so. Da steht das ja ab. Nee, das ist nicht schön. Und auch mit Jacke ist bestimmt kalt. Lassen wir mal so. Aber immerhin, wir haben hier was Neues freigeschaltet. Das ist schön. So, mit dir habe ich gesprochen. Bei dir bin ich gewesen. So, vielleicht sollte ich erstmal hier runterlaufen. Ah, ich bin schon hier unten gewesen. Ja, alles klar. Gut, dann kann ich jetzt hier hin. So, und? Ah, nee, die Katze scheint weiter unten zu sein. War das ein Chaos. Alle haben Katzen durch die Straßen der Stadt gejagt. Erinnere mich bloß nicht daran. Du vermiest mir mein Essen.
Ah, was denn für ein Essen? Ich sehe dich gar nicht essen. So, hier haben wir doch eine Katze. Geruchlose Flüssigkeit. Vielleicht ist die Einladung ja hier für dich. Warum zeigt ihr mir nicht, was ihr mit meinem Geobot anstellen könnt? Oh nee, um Gottes Willen, ich bin da nicht gut. Das tut mir so unfassbar leid, aber das wird leider nichts. Tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen. So, gut, dann würde ich als erstes in dieses Gebäude latschen. Würde erstmal hier reingehen. Okay. So, ah, stimmt, da können wir uns auch noch unsere Belohnung abholen für die Monster, die wir bekämpft haben, ne? Das ist ja einmal hier dieser Behemoth gewesen und einmal das Monster aus der letzten Folge. Ich gewinne mittlerweile doch so einige Partien, wenn ich gegen den Typ da oben spiele. Und er taucht in letzter Zeit auch ziemlich häufig in meinen Träumen auf. Oh, soll das heißen, dass du dich in ihn verknallt hast? Nein. Solche Träume meine ich nicht. Ja? Das ist eine Frau. Okay. So, hallo. Ich bin hier, um meine Belohnung abzuholen. Passt auf, dass euch eure Last nicht überwältigt. Sie wird irgendwann von euch genommen werden. Und ihr werdet eine Belohnung erhalten. Ja, für den Abschluss von 3 Alarmstufe Rotjacken. Giftiger Kriecher und sehr schön, 20.000 erhalten. Ihr tragt eine schwere Last auf euren Schultern. Eine wahrhaft schwere Last. Vergebt mir, ihr wolltet nach Aufträgen schauen, nicht wahr? Das wollen wir. So, ich habe den Serienmörderbaum noch. Super, die haben wir alle schon erledigt. 12, 13, mir fehlt 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mir fehlt 14. Ja, 14 fehlt. Okay. So, dann gehen wir mal nach oben. Mal gucken, was da oben so los ist. 3-mal Flammensteinsplitter. So, ach nee. Ja. Unser Fratzentyp. Ah, ich hätte so gerne eine Freundin. Eine wie die Dame vom See vielleicht. Die Dame vom See? Du meinst die Prinzessin aus dem Märchen? Das übertreib es mal nicht, Kumpel. Guck doch in den Spiegel und guck der Realität ins Auge. Hey, die innere Werte zählen. Ja, ich meine, klar, wir achten alle auf das Äußere und so, aber im Endeffekt sind es die inneren Werte, die zählen. So. Gut, weiter. Okay, hier ist keine Katz. Wir haben doch noch... Hier vorne, wo komme ich denn hier? Ach so, ja... Nein. So, Weiß ich nicht, wo ich hin soll. Mal die Karte hier aufrufen. Taverne waren wir. Gut, ich gehe jetzt erstmal hier rein. Alles klar, hallo. Junger Kaufmann, ich habe gehört, dass auf dem Grund des Sees von Pernia antike Ruinen begraben sind. Ich wette, man könnte ganz schön was verdienen, wenn es einem gelänge, von dort Artefakten zu bergen. Ich habe gehört, dass es dort echte Schätze geben soll. Aber es ist immer noch Dämonengebiet. Wenn du tot bist, nützt dir kein Geld der Welt etwas. Wenigstens einer, der es verstanden hat. So, zu dir komme ich gleich. So, hallo Katzgeistkugel. Prüfen, abgesplitterte Kupfermünze. Okay. Hallo, junge Frau. Flammensteinsplitter. So, also in der Nebelwelt wollte sie sich da um diese Falte kümmern, ne? Wir haben unterschiedliche Duftmischungen in die Kisten in den Zimmern getan. Nach geheimen Rezepten, die seit Generationen von einem Gastwirt zum nächsten weitergegeben werden. Okay. Naja dann. So, hier scheint es aber nichts für mich zu geben. Übernachten muss ich ja jetzt hier nicht. Denn es ist ja kein Ausrufezeichen zu sehen. Und dann bleibt uns ja eigentlich nur noch das hier. Und hier waren wir noch nie. Oder? Nee, wir waren hier noch nie drin.
Stopp, Moment. Ne, Heiligtum. Ne, waren wir nicht. Eben ist das nämlich mit einem Fragezeichen versehen gewesen. Okay, zu dir komme ich gleich. Erstmal möchte ich hier alles mitnehmen. Flammensteinsplitter. So, gibt's hier noch irgendwo was? Natürlich. Angelaufene Silbermünze. Das haben wir noch mit. So. Okay, dann fange ich jetzt mal hier auf der Seite an. Ah, hier gibt's niemand. Gut informierte Frau. Wie würde die Welt aussehen, wenn das versunkene Königreich Thailand weiter floriert hätte? Wäre Taliesin dann jetzt eine Metropole? Aber die Dämonenpest würde die Stadt wohl genauso sehr heimsuchen, wie sie es jetzt auch tut. Hm. Kann ich dir nicht sagen. Ich muss Nachsicht zeigen. Schließlich bin ich genau dessen schuldig. Okay. So, was ist hier los? Auf dem Kippenpfad von Pernia wimmelt es von Dämonen. Wir werden nicht imstande sein, diesen Ort zu verteidigen, wenn wir nicht mehr Unterstützung von den Exorzisten bekommen. Ich habe eine Anfrage geschickt, aber leider hat Ostgent für sie keine Priorität. Wollt ihr damit sagen, dass manche Leben für sie mehr Wert besitzen als andere? Ja, so wie es ihre sogenannte Vernunft. Euer Ernst? Okay. Dann macht's mal gut. Ich hab alles gekauft. Wo ist die Katze? Ich muss... Bin in der... Vielleicht sollte ich doch mal übernachten. So, willkommen. Niemand weiß. Jawohl. Okay, Moment mal. Ich muss da kurz noch mal zu den Objekten. Mode, Wertsachen. Katz-Einladung. Eine Einladung von Katz, die da lautet. Sucht mich bitte in Taliesin. Sucht mich bitte in Taliesin. So, hier steht noch eine Schale. Ja, ich komme dich suchen. Guck mal nochmal in der Taverne. Ich weiß jetzt nicht, ob ich einfach dann überall mal hinlaufen soll und randommäßig die X-Taste drücken soll. Hier an den Fässern vielleicht. Kann auch nicht sein. Hat doch niemand was von der Katze gesagt, ne? Außer der eine oben auf dem Marktplatz, nenne ich es jetzt einfach mal. Der sagt, nee, die Frau ist es gewesen, ne? Oh, aber die war nicht am Marktplatz. Hat nicht jemand am Marktplatz? Also das hier meinte ich jetzt mit Marktplatz. Hat da jetzt nicht irgendjemand was von der Katze erzählt? Die sprechen mit uns gar nicht. Gut, ich muss einfach mal hier hochlaufen. Ich muss mich mal hier oben umschauen. Hallo, ich suche eine Katze. Wenn ich eine Katze wäre, wo wäre ich dann? Ganz weit oben. Ich wäre ganz weit oben. Denn Katzen mögen alles. Oder mögen es am liebsten, alles von oben zu sehen. Geht es denn hier irgendwie noch höher? Ein Baum? Baum vielleicht? Es tut mir leid. Wo ist die Katze? Mit dem konnte ich spielen. Hier komme ich auch nirgendwo rein. Aber wenn die eine Katze gesehen hätte, die hätte mir das sofort erzählt. Kinder reden gerne. Okay. Ich latsche jetzt einfach mal hier unten raus. Und mal gucken, was dann passiert. Ja. Das hier gehört ja auch noch zu Taliesin, nicht?
Vielleicht finden wir hier irgendwo die Katze. Hübsche Muschelschale. Stimmt. Hieß es nicht, dass sie hier auf die Katzen aufpassen müssen, weil die sich doch hier manchmal Fische klauen? War da nicht sowas? Ich meine, da irgendwie sowas in Erinnerung gehabt zu haben. Bleib du mal von mir weg. Fang dir Essen selbst. Ich habe keine Zeit. Gut, aber wenn ich einen großen Fang mache, werde ich ihn nicht mit dir teilen. Ah, Geschwisterliebe, muss das nicht schön sein? Ach, das ist eine Krabbe. Hübsche Muschelschale. Super, hi Benwick, ich komme später. Wieder auf dich zu. So, abgesplitterte Kupfermünze. So, hier ist auch keine Karte zu sehen. Komm auch hier in kein Gebäude rein. Ja, Ballons platzen lassen muss nicht sein, aber vielleicht sagst du hier irgendwas. Schlitzenstoßen platzen lassen, wer hat Lust auf ein Spielchen? Hilfe? Regeln. Nee, Regeln brauche ich nicht. Ich dachte, du würdest mir vielleicht helfen, indem er irgendwie eine Katze gesehen hat. Die Abtei stationiert hier nicht besonders viele Exorzisten, obwohl sich die Dämonenpest in Windeseile ausbreitet. Mir ist klar, dass ein Grenzort wie Ostgant nicht unbedingt Vorrang hat, aber das macht es auch nicht leichter. Oh nein, ich hoffe, du sprichst nicht mit mir. Oh ja, ich kann kein Deutsch. Ich hoffe, du sprichst nicht mit mir, wenn ich dir zu nahe komme. So. Früher gab es hier so viele Katzen, dass die Leute die Stadt schon Katzenhausen nannten. Ganz genau. Richtig, ich erinnere mich. Aber vor 3 Jahren steckte sich eine der Miezen mit der Dämonenpest an, woraufhin alle ausgerottet wurden. Daher siehst du hier so viele Ratten. Da kann man nichts machen, was? Also ich habe noch keine einzige Ratte gesehen. Ich habe eine Krabbe gesehen, ja, aber... Eine Ratte habe ich keine gesehen. Is one of them off-limit Class 4 islands that folks call Serpent Isle. Place has been overrun with snakes since forever. I hate the things, so it sounds like hell to me. But I've heard there's a woman who actually lives there. Whatever for? Why would anyone want to live in a place like that? I know, it's mighty strange. Place supposedly is crawling with demons too. Last time I was in the area, I checked it out. Kept my distance, of course. Used me spyglass. And? Was she there? Aye, she was. Except she looked like a snake herself. I mean, she was human up top, but her face was a weird color, and her lower half was all slithery and wiggly. Ugh. Creep me out. A snake woman, huh? Even worse, looked like you couldn't swing a cat without hitting a snake. Just the thought of it keeps me awake at night. You should have a stiff drink and get some sleep before you pass out on deck. I'll tell Benwick to give you an extra ration. Wow. Thanks a lot, first mate. I appreciate it. I ought to pester him for some of that aged reserve he keeps hidden away. Oh, du kannst nun zu einer neuen Verwaltungszone der Klasse 4 gehen. Ja, zur Schlangeninsel. Alles klar, das ist ja toll. Mich kriegen keine 10 Pferde auf die Schlangeninsel. Aber wenn die Biester aufknackt und sie langsam in einem feinen Süßchen kocht, gibt es nichts Besseres. Und die Expedition ist zurück. Die schauen wir uns noch an, bevor ich die nächste rausschicke. Denn ich muss nämlich jetzt auch schon leider die Folge beenden. Denn wir sind schon an unsere Zeit angekommen. Verloren? Einmal gesiegt, immerhin. Und Level 21 erreicht. Balsamessig. 6-mal. Ein neues Rezept. Herrlich pikante Heringsmarinade. Der Fisch in diesem Gericht ist nacht- oder tagaktiv, je nachdem, ob er in den Gewässern vor der Insel Noct oder vor der Insel Dia geboren wurde. Okay. Ja gut, dann schicken wir die nächste raus. Okay. So, dann haben wir das getan. Ja, mit der Katze? Keine Ahnung. Meine Lieben, keine Ahnung. Ich könnte ja mal offscreen vielleicht hier noch ein bisschen rumlaufen und nach der Katze suchen. Ich werde offscreen auf jeden Fall noch ein bisschen Karten spielen. Denn da habe ich jetzt ein bisschen Bock drauf.
Und wird mir dann in der nächsten Folge vielleicht noch das ein oder das andere Objekt gönnen, das man sich kaufen kann. Gut, das soll es dann für die heutige Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.